Marcos, Heimspiel in Frankfurt einmal mehr und mit was für einem wunderschönen Abschluss. Lass uns aber, bevor wir darauf kommen, erstmal aufs Spiel insgesamt blicken, denn es war eine spektakuläre Partie für die neutralen Zuschauer. Wie hast du es denn auf dem Platz wahrgenommen? Ja, ich persönlich auf dem Platz hatte das Gefühl, dass wir ja jederzeit ein Tor schießen können. Es war erste Halbzeit, noch zweite Halbzeit so ein bisschen wie verhext. Dann haben wir einen Pfosten mit dabei. Dann immer so Halbchancen, wo wir das Tor nicht so ganz treffen. Aber ich glaube, alles in allem haben wir verdient im Endeffekt gewonnen. Das Tor hätte früher fallen müssen. Und ich meine, fürs Derby ist natürlich so ein Tor in der letzten Minute mit der letzten Aktion natürlich umso schöner. Und wie du schon gesagt hast, war ein geiles Heimspiel heute. Einen zweiten Torjubel in der Art gab es auch bei einer ganz speziellen Aktion von dir, wo du ein Tor spektakulär verhindert hast. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen in die Aktion. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was davor war. Ich weiß nur, der Lange ist, glaube ich, draußen gewesen, dann so rumgeplänkelt vom Ball. Und ich bin einfach instinktiv durchgelaufen und habe gesehen, dass er ausholt. Und dann bin ich einfach noch reingeflogen und treffe den Ball ähnlich wie im Barling mit dem rechten Fuß dann doch ganz gut. Klärt zum Glück und schießt nicht ins eigene Tor. Und ja, bin ich dann doch ganz froh, dass ich uns in so ein Spiel halten konnte und Jay das Ding dann halt auch so geil noch macht. Ich gehe mal davon aus, so ein Derby-Sieg, der wird ein wenig gefeiert werden. Magst du uns verraten, wie, oder bleibt das mannschaftsintern? Ach, ich glaube, wir werden viel über das Spiel sprechen, weil wir viele gute Aktionen hatten. Aber ich glaube, ein paar Internas behalte ich bei mir. Gut, Dankeschön und dann viel Spaß heute Abend. Ciao. Okay. Mike Feigenspan, jetzt also auch für dich dein erstes kleines Offenbach-Frankfurt-Derby. Wie hast du es denn auf dem Platz erlebt heute? Ja, ich glaube, den Zuschauern wurde alles geboten. Auf unserer Seite, auf der gegnerischen Seite. Wir sind dann am Ende die glückliche Mannschaft. Aber ich denke, wir haben über das Spiel auch gezeigt, dass wir uns das verdient haben. Für dich persönlich, du warst ja auch einmal ganz nah dran an deinem persönlichen ersten Tor für den OFC. Kannst du uns die Szene noch mal ein bisschen schildern? War auch so ein bisschen undurchsichtig von außen. Jule legt den Ball zurück. Ich denke, nehme ihn ganz gut. Torwart hält ihn und dann lag er mir schon wieder auf der Brust. Und dann war ich zu weit auf der Grundlinie, dass ich den noch um Pfosten spitzen kann. Aber ja, der Jason hat es besser gemacht. Ich glaube, es hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, dann jetzt so hinterher das Bad dann in der Menge zu genießen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Fans haben super Stimmung gemacht, 90 Minuten lang, 94 Minuten lang und war einfach schön. Und wie wird Jason Breitenbach dann jetzt gefeiert? Er hat ja sozusagen für das endgültige Sahnehäubchen auf der Stimmung in der letzten Minute des Spiels gesorgt. Ja, so viel Siege habe ich im OFC noch nicht gefeiert. Ich lasse euch jetzt mal überraschen, wie das gefeiert wird. Jason Breitenbach als Offenbacher Bub, erst Vertrag verlängern, dann im kleinen Main-Derby in der 96. das Siegtor schießen. Was für eine Woche. Lass uns erstmal mit dem Spiel anfangen. Es war, glaube ich, ein spektakuläres Spiel. Für den neutralen Zuschauer wahnsinnig unterhaltsam. Wie hast du es auf dem Platz wahrgenommen? Ich habe es auch so wahrgenommen. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit einen guten Fußball gezeigt, hatten auch eigentlich die klaren Chancen, haben nur das Tor nicht gemacht. Ich glaube, hinten raus in der zweiten Halbzeit am Ende haben wir noch ein, zwei Dinger zugelassen. Aber dann haben wir die Ruhe bewahrt und dann am Ende noch das Ding gedreht. Und das am Ende noch das Ding gedreht, da musst du uns jetzt noch ein bisschen genauer beschreiben, was da passiert ist. Da bist du dann einfach losgelaufen und hast einen wunderschönen Doppelpass gespielt. Ja, ich wusste einfach, es ist die letzte Minute. Ich bin einfach nur mal nach vorne gegangen. Einfach in 16er rein, hab einen Doppelpass gespielt. Dann hat der Ball auch perfekt gesessen, hab ihn eingeschweißt und dann war ich einfach glücklich, dass er reingegangen ist. Und jetzt kann man wahrscheinlich diesen Sieg extrem gut genießen. Wie feierst du denn persönlich solche Siege? Ein Derby ist immer schön zu gewinnen, aber ich glaube, wir haben nicht lange zum Feiern. Nächste Woche Freitag geht schon weiter, deswegen heute ist gut zum Feiern, aber ab morgen gilt wieder der Fokus auf Freiburg dann. War das ja, ich habe es ja gerade eben in der Einleitung schon angesprochen, ganz besondere Woche, weil ja auch bekannt wurde, dass du deinen Vertrag verlängert hast. Kannst du vielleicht nochmal für uns kurz so skizzieren, was für dich so die Gründe waren, dass du gesagt hast, ich möchte länger in Offenbach bleiben? Ja, wie damals schon, wo ich neu gekommen bin. Ich möchte die Ziele mit dem OFC erreichen. Ich bin ja aus der Umgebung. Es war mein erster großer Jugendverein, deswegen bin ich zu Hause. Und das waren eigentlich so die Hauptgründe. Dann Dankeschön und schön, dass du da bleibst und eine gute Heimfahrt noch. Ciao. Hallo, ich begrüße Sie und auch unsere Gäste in den Businessbereichen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel des FSV Frankfurt gegen die Offenbacher Kickers. Endstand 0:1. Auch begrüßen möchte ich hier oben die beiden Trainer, einmal Ersan Palatan für den OFC und Tim Görner für den FSV. Das erste Wort gebührt wie immer unserem Gästen, Palatan. Hier ist der Öde. Ja, nach so einem Spiel ist man natürlich erleichtert. Man hat viele Emotionen in sich. Dann ist es schwer, auch diese manchmal zu kontrollieren. Ich war einfach glücklich nach dem Abpfiff, dass wir hier noch den 1:0 gewonnen haben. Zum Spiel, ich muss sagen, dass wir über 80 Minuten, 75, 80 Minuten sehr ordentlich gespielt haben, sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben, vor allen Dingen auch uns sehr viele Torchancen erspielt haben.
Im Fußball gehört es einfach dazu, diese Torchancen natürlich auch zu verwerten. Das war heute unser, bis zur 80. Minute, sage ich mal, unser Manko, weil bis dahin haben wir den Gegner schon, sage ich mal, bestimmt und auch beherrscht, haben wenig zugelassen. Und dann natürlich die letzten 10 Minuten, muss man sagen, haben wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Das muss man einfach zugeben, beziehungsweise auch David Richter gratulieren, dass er ja, der Mannschaft auch den nötigen Rückhalt gegeben hat, um einfach im Spiel zu sein. Und wo, glaube ich, alle mit 0-0 gerechnet haben, ist es mit der letzten Aktion des Spiels sozusagen, dass wir da auch unsere individuelle Qualität, aber auch den Glauben noch auf den Platz gebracht haben, hier eventuell doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Und wir sind natürlich alle sehr, sehr froh, sehr erleichtert, weil wir natürlich unserem tollen Publikum, unseren tollen Fans einen Auswärtssieg, einen wichtigen Auswärtssieg schenken konnten. Ich denke mir, wie sie die Mannschaft hier unterstützt haben, wie sie uns einfach den Rücken stark gemacht haben, in jeder Phase des Spiels wirklich die Jungs auf dem Platz und auch uns von draußen immer den nötigen Support gegeben haben. Und das ist auch das Quäntchen Glück und auch die Arbeit, die man dann hat, um in der 95. oder 94. Minute denn hier 1-0 zu gewinnen. Wie gesagt, wir sind sehr froh und sehr erleichtert und freuen uns einfach, dass wir heute die 3 Punkte mitnehmen können. Dankeschön. Tim, deine Einschätzung bitte. Ja, die Mannschaft hat vom Beginn an sehr, sehr gut dieses Derby angenommen. Wir waren mit Anpfiff sehr aggressiv in den Zweikämpfen, haben den Gegner sehr hoch angelaufen, haben sie in der ersten Halbzeit eigentlich kaum zu einem ruhigen, geordneten Spielaufbau kommen lassen. Wir müssen aber trotzdem sagen, dass wir oftmals im Hintertreffen waren, weil wir sehr schnelle Ballverluste haben, weil wir teilweise im eigenen Aufbauspiel ein bisschen zu mutlos agiert haben, zu schnell, zu hektisch lange Bälle gespielt haben und somals immer wieder dann hinterherlaufen mussten. Können sicherlich etwas glücklich sein, dass wir da nicht schon in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten. Das Zweikampfverhalten hat auf jeden Fall gepasst. In der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Wir haben weniger zugelassen, konnten immer mehr auch eigene gute Ballstaffetten vorweisen. Und wir wussten ganz genau, dass die Zeit, auch wenn es zur Halbzeit, wie gesagt, etwas glücklich war, dass die Zeit für uns tickt. Und das hat man auch gesehen. Offenbach hat dann noch einen Tacken mehr aufgemacht, dass wir die nötige Fitness haben, Spiele hinten raus zu entscheiden. Haben wir schon oft genug unter Beweis gestellt. Und sind dann, ja, wie gesagt, die letzten 10, 15 Minuten mehr als nur am Drücker. Können da sicherlich auf jeden Fall das ein oder andere Tor schießen, mit wirklich sehr, sehr guten Möglichkeiten, wo wir fast freistehend vom Tor zum Abschluss kommen, verpassen diese leider und ja, da musst du halt eben den Punkt dann mitnehmen und das ist dann irgendwie Fußball, dass du es dann hinten raus dann noch kassierst, tut natürlich extrem weh, aber insgesamt glaube ich, war das ein sehr packendes, mitreißendes Derby für alle Beteiligten. Wir haben die Möglichkeit, nochmal eine kleine Revanche zu gehen in einem Halbfinale. Die werden wir versuchen für uns zu nutzen. Aber insgesamt ein sehr intensiv gefühltes Derby auf beiden Seiten. Deswegen Glückwunsch zum Sieg. Auch wenn es uns sehr wehtut aktuell, glaube ich, haben wir auch heute wieder einen Fortschritt gemacht und werden auf die Leistung trotzdem in den kommenden Wochen aufbauen. Danke. Dankeschön. Gibt es noch Fragen von der Presse? Frage an Ersan Fralatan, war vor dem Spiel war davon die Rede, dass im Vergleich zum Pokalspiel auch die Boxbesetzung ein bisschen besser werden muss. Jetzt hattet ihr in der Tat mehr Chancen. Inwiefern war das ein Aspekt, wenn man jetzt davon sagt, was besser geworden ist, wo man als Trainer zufrieden ist? Ja, wir waren sehr präsent. Wir haben uns, wie gesagt, auch sehr gute Tormöglichkeiten herausgespielt. Und die Kunst ist es natürlich dann auch, das Tor zu machen. Und das ist situationsabhängig, das kann man denn nicht nochmal rekonstruieren im Training. Wir müssen aber an unserer Abschlussqualität arbeiten. Wir müssen im Training dementsprechend noch konzentrierter, noch fokussierter und noch zielstrebiger einfach diese Aktion auch vollenden. Weil eins ist klar, wir brauchen einfach Tore. Wenn man sich dann Torchancen erspielt, muss man natürlich auch den einen oder anderen nutzen, um einfach auch der Mannschaft die nötige Sicherheit zu geben. Und wie Sie schon gesagt haben, wir haben da uns viele Torchancen erspielt und den Abschluss, da werden wir arbeiten und im Training noch bewusster und dementsprechend noch fokussierter das Ganze angehen und die Spieler müssen wir sensibilisieren, dass sie da halt dementsprechend in den Aktionen einfach klarer sind. Wie groß war jetzt in der Endphase noch der Glaube an den Sieg, also die Spiele, die der OFC nach hinten raus gewonnen hat, durch eingewechselte Spieler teilweise?
waren ja meistens welche, wo man dann auch am Drücker gewesen ist. Jetzt war es so, dass eigentlich eher hat man das Gefühl, dass das Tor fällt auf der anderen Seite. Ja, den Glauben verliert man nie, aber man muss schon sagen, ich habe es ja gesagt, dass wir ab der 80. Minute natürlich auch durch individuelle Fehler den Gegner wirklich auch zu klaren Torchancen gebracht haben. Das dürfen wir nicht machen in der Art und Weise. Dann muss man auch mit 0-0 vielleicht zufrieden sein. Bis dato haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Und trotzdem merkt man bei den Jungs, dass der Wille einfach da ist, hier 3 Punkte mitzunehmen. Wir haben ja dann den Rossmann rausgenommen und nochmal dementsprechend offensiven Personal reingebracht. Einfach mit der Hoffnung, natürlich auch eine Aktion zu kreieren. Dass natürlich dann Jason Breitenbach als Innenverteidiger das Tor macht, spricht für ihn und spricht für die Mannschaft. Aber auch der Glaube an diesen Spielern, die auch dann defensiv aufgestellt sind, nochmal alles rauszuholen. Und in der Aktion wirklich, muss man sagen, war es ein auch gut herausgespieltes Tor mit einem sehr guten Torabschluss. Und den Glauben verliert die Mannschaft nie, das hat sie schon oft bewiesen. Es war Jason Breitenbach bei der Torschütze, aber ein eingewechselter Spieler war ja maßgeblich daran beteiligt. Ich glaube, Dominik Wanner hat da den Pass gespielt. Der war jetzt wochenlang draußen gewesen. Wann ist da die Entscheidung gefallen, dass er fit ist und auch dass er eingewechselt wird? War es jetzt so situationsbedingt oder aus dem Bauch heraus? Nein, das haben wir natürlich vorher abgesprochen, auch mit unserer medizinischen Abteilung und auch mit ihm selbst. Er hat signalisiert, dass er für 20 Minuten die Kraft hat. Er ist gesund, das ist wichtig, ist halt strapazierfähig und dementsprechend auch leistungsfähig. Natürlich noch nicht für lange Zeit auf dem Platz, aber jetzt geht es darum, ihn halt auch dahin zu bekommen, weil das natürlich den Spieler, die von der Bank kommen, auch Qualität reinbringen müssen, das ist auch klar. Und das haben wir oft unter Beweis gestellt. Und Dominik Wanner ist ein wichtiger Spieler, wie jeder einzelne Spieler auch. Und die Qualität, die brauchen wir auf dem Platz. Und wir sind jetzt erstmal froh, dass er gesund ist und einfach zur Verfügung steht. Vielleicht noch abschließend. Pion Jopek saß auf der Bank. Für wie viele Minuten hätte es bei dem gereicht? Oder war das wirklich nur, dass man ihn für den Fall der Fälle dabei hatte? Mit Jopek war es ähnlich. Wir haben gesprochen, dass er für eine Viertelstunde, 20 Minuten zur Verfügung steht. Aber ich habe in dem Moment keine Notwendigkeit gesehen, auf der Position jetzt Björn noch einzusetzen, sondern eher einen offensiveren Spieler, auch mit Rafael Garcia oder auch mit Dominik Wanner, wie gesagt, und auch mit Husina, weil letztendlich wir auch einen Sieg brauchen. Das ist einfach Fakt. Wir können uns hier nicht erlauben, sage ich mal mehr oder weniger, vom Spielverlauf. Natürlich muss man manchmal mit einem Punkt zufrieden sein, aber ich als Trainer von draußen muss dann halt reagieren und auch das Risiko eingehen, weil uns helfen momentan halt nur Siege und da muss man auch das Risiko in Kauf nehmen. Gibt es noch weitere Fragen? Nein. Für den FSV geht es jetzt bereits am Freitag weiter mit dem Auswärtsspiel in Walldorf, bevor wir uns dann hoffentlich alle am 18.03. hier zum Heimspiel gegen Stuttgart 2 wiedersehen. Ich wünsche unseren Gästen eine gute Heimfahrt und machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.